Liebe Gäste des Wirtschaftsbeirats Bayern, die uns hier per Zoom oder Facebook oder Telefon zugeschaltet sind. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zum Thema Digitalisierung, die Gesundheitsroboter helfen, zu uns gekommen sind. Mein Name ist Eduard Krumasik. Ich leite die Kommission Industrie, Technologie, Digitalisierung im Wirtschaftsbeirat und darf Sie heute alle sehr herzlich willkommen heißen. Ein herzliches Willkommen insbesondere auch an unsere vier Redner, die Professoris Haradin, Nawab und Hemmert und Dr. Wilhelm. Ich werde gleich ein paar Worte zu Ihnen sagen. Vorausschicken darf ich vielleicht, dass viele von Ihnen schon wissen, dass seit einigen Jahren in München das größte Forschungszentrum Europas für Robotik und Maschinenintelligenz entstand. Es handelt sich um ein integriertes Forschungszentrum aus mehr als 50 Lehrstühlen der TU München unter dem Namen Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Hier haben sich in der Tat aus 9 Fakultäten der Informatik, Elektrotechnik, Maschinenwesen, Medizin, Physik, Chemie, Agrotechnik und einige mehr, zum Beispiel auch Sportwissenschaften und ein Lehrstuhl aus der Politischen Hochschule zum Thema Ethik, zusammengeschlossen, um die Themen Robotik und Maschinenintelligenz zur Gestaltung der Arbeit der Zukunft, der Gesundheitsversorgung der Zukunft, der Mobilität der Zukunft zu bearbeiten und auch auf Gebieten wie Perception, Robotik und Artificial Intelligence gemeinsam zu forschen. Wir sind als Wirtschaftsbeirat stolz, dass wir 4 der führenden Forscher als Gast haben heute. Die Industrie und die Munich School of Robotics and Machine Intelligence sind sich sehr nahe. Schon seit der Gründung wurde die Industrie mit Pate für dieses integrierte Forschungskonzept stand. Ich darf Ihnen kurz die 4 Redner vorstellen. Professor Dr. Sami Haradin ist Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence, abgekürzt übrigens als MSRM, wenn Ihnen das Kürzel irgendwo begegnet. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz an der TU München. Seine Hauptinteressen liegen im Bereich intelligente Roboterdesigns, Mensch-Roboter-Interaktion, menschliche Neuromechanik und Prothetik. Er ist Leibniz-Preisträger der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus dem Jahr 2019, einer der größten Forschungspreise in unserer Deutschen Bundesrepublik. Er erhielt auch den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten im Jahr 2017. Professor Dr. Nasir Nawab wird in Englisch sprechen. Er ist zuständig für Computer-Aided Medical Procedures an der TU München. Das sind Informationsanwendungen in der Medizin und Augmented Reality. Er entwickelt vor allem Technologien an der Schnittstelle von Medizin und Informatik und möchte damit die Qualität medizinischer Eingriffe verbessern. Er ist Leiter der führenden internationalen Konferenz im Bereich Informationsanwendungen in der Medizin. Dann darf ich Ihnen Professor Werner Hemmert vorstellen, Professor für bioanaloge Informationsverarbeitung an der TU München. Er erforscht die Prinzipien der Informationsverarbeitung im Hörsystem zur Weiterentwicklung von Neuroprothesen. Er ist Mitglied der Deutschen Akustischen Gesellschaft und der Graduate School of Systemic Neurosciences. Und last but not least darf ich Ihnen vorstellen, den Dr. Dirk Wilhelm. Er ist Oberarzt und Privatdozent an der Chirurgischen Klinik und Poliklinik des Universitätsklinikum rechts der ISA, der TU München. Er leitet das chirurgische Trainingszentrum und ist Koordinator des Darmzentrums. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich minimale invasive Chirurgie und Telemedizin. Zu mir selbst, ich kenne Sie wahrscheinlich aus früheren Veranstaltungen. Ich lehre an der TU, war früher im Vorstand von Siemens für die Industriebereiche, Mobilitätsbereiche und zentrale Technik zuständig und leite den Industriebeirat der Munich School of Robotics and Machine Intelligence.
was mir viel Freude macht. Heute darf ich für Sie den Moderator spielen und gebe gleich weiter an Herrn Haderdin. Professor Haderdin, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Krubasik, für die freundlichen, einführenden Worte. Und wie schon bei einem der Vorträge im Wirtschaftsparat, ich glaube vor circa 8-9 Monaten, wo ich ja schon einmal vortragen durfte, bedanke ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich, auch im Namen der TU München, der Munich School of Robotics and Machine Intelligence, für ihren permanenten Kampf und die Unterstützung in der gemeinsamen Sache und freue mich sehr, heute wieder zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und werde heute die ein wenig kürzere Zeit, die ich heute mitbringen wollte, nutzen, um ein wenig komplementär zu dem, was ich in meinem letzten Vortrag sozusagen mitgebracht habe, ein wenig Fokus auf das Thema Gesundheit in der Robotik und der Künstlichen Intelligenz zu legen. Natürlich nur ein kleiner Schnipsel, was so in 15 Minuten möglich ist, gerade weil wir heute ganz fantastische Kollegen von der TU München, Professor Werner Hemmert und Professor Nassir Nawab, wie auch Herrn Dr. Dirk Wilhelm vom Rechtsinstitut ISA ja dabei haben, um dort eben Ihnen wirklich die große Expertise und Breite in dem Thema mitzubringen. Und ich würde jetzt sozusagen auf den Screenshare schalten, so dass ich dann eben auch meine Folien mit Ihnen teilen kann und hoffe, dass es jetzt einwandfrei funktioniert. Vielleicht ganz kurz, wunderbar, super. Genau, ein großer Titel für ein großes Thema, aber doch nur sehr kurz in 15 Minuten in einem Durchlauf, um Ihnen ein bisschen einen Vorgeschmack darauf zu geben, was die Kollegen dann in sehr großer Breite, aber auch Tiefe mitgebracht haben. Und ja, ich glaube, es ist jedem von uns bewusst, dass neben der großen Umwälzung in der Industrie, die uns zweifelsohne bevorsteht, auch das Thema Zukunft der Medizin uns natürlich auch an der TU München und insbesondere an der Munich School of Robotics and Machine Intelligence umtreibt. Wir sind ja eines der größten Zentren weltweit für das Thema. Wir haben uns eben auch dem Thema Gesundheit verschworen. Neben den Grundlagen in der Robotik, der KI, der künstlichen Intelligenz, wie auch der Perzeption, treiben uns ja die großen Innovations- und Anwendungsdomänen der Gesundheit, der Arbeit und der Mobilität, wie auch die Umwelt an. Und gerade im Thema der Gesundheit spielt sich vieles in München ab. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass wir gerade am Beginn von Umwälzungen stehen. Gerade in der Zeiten der Pandemie sehen wir ja, was für eine große, große Chance in der Digitalisierung, in der Technisierung steckt, richtig eingesetzt, vernetzt und insbesondere als Werkzeug für den Menschen. Und genau das sind die Dinge, die wir in München vorantreiben wollen. Und wo es auch darum geht, wie kann diese Hochtechnologie nicht nur hier entwickelt, erforscht, sondern auch, und das ist eine der großen Innovationsdirektionen der Munich School of Robotics and Machine Intelligence, wie können wir die Themen auch in die reale Welt bringen. Und da geht es eben um so Themen wie den digitalen OP der Zukunft, das vernetzte Krankenhaus, die Verbindung von Robotik und künstliche Intelligenz zu intelligenten Roboterassistenten in vielfältigen Anwendungen. Und da möchte ich Ihnen heute ein bisschen ein paar Beispiele mitbringen und hoffe, dass das auch eine Anregung gibt, was denn alles in der Medizin so möglich ist und wie wir auch davon als Gesellschaft, die ja so abhängig auch von unserem Gesundheitssektor ist, davon profitieren können. Und da spielen natürlich Themen wie künstliche Intelligenz, wie Robotik, wie Perzeption, wie Vernetzung eine ganz zentrale Rolle. Und genau damit möchte ich auch anfangen, mit einer großen Vision, die vor nunmehr bald 30 Jahren auch eine der großen Visionen war für die Chirurgierobotik. Das drehte sich damals in den USA darum, wie können wir natürlich in einer Militärumgebung den Operationssaal zum verwundeten Soldaten bringen, eben nicht den Verletzten in den OP bringen. Das große Paradigma war damals, die goldene Stunde soll zur goldenen Minute geändert werden. Das heißt, man bringt eben den Chirurgen, den Arzt, verbunden über entsprechende Satellitenkommunikation oder entsprechende Aufklärungsflugzeuge in das Remote Laboratory, wo der Roboter sitzt und sozusagen das Werkzeug des Arztes über die Distanz ist, um dementsprechend die Versorgungsleistung in Realzeit, sozusagen in einem Augenzwinkern, in einem Augenblick an den Ort des Geschehens zu bringen, um natürlich auch die medizinische Versorgung an der Stelle eben nicht der Gefahr auszusetzen. Aber gleichzeitig natürlich auch das große und wichtige und hehre Ziel, wie können wir eben die medizinische Versorgung Raum und Zeit überbrücken lassen. Und dieser Vision sind viele gefolgt und es ist nunmehr so, dass
viele dieser Chirurgieroboter-Technologien mittlerweile auch nicht nur in diesen Visionen. Hier sehen Sie ein Beispiel des Artemis im Forschungszentrum in Karlsruhe, wo es eben gezeigt wurde, dass wir eben an solchen sogenannten haptischen Eingabestationen dann eben auch über eine entsprechende Kommunikationsschnittstelle diese Robotersysteme am Ort des Geschehens steuern können. Gerade hier in München ist auch vieles passiert. Herr Professor Feusner, Vorgänger von Dr. Wilhelm, der heute hier auch vorträgt, gemeinsam mit meinem Mentor Professor Hürzinger hat eine automatische Laparoskopieführung im Jahr 95 durchgeführt. Und gerade das Thema Laparoskopie, das ja viele von Ihnen kennen als eine der Schlüssellochchirurgischen Methodiken, hat gerade in der Robotik wichtige Anwendungsfälle, weil es eben eine große Limitierung dieser Technologie eben mit sich bringt. Also der Arzt, sieht man hier, ist eben in der Lage, über die laparoskopischen Zugänge in den Körper sich sozusagen rein zu portieren, wenn Sie so möchten, über entsprechende Bildgebungen das Bild aus dem Körper zu bekommen. Aber natürlich hat das einen zentralen Nachteil, weil Sie natürlich über die laparoskopischen Instrumente sozusagen die Eingabe im Körper spiegeln, das heißt eine reversierte Handbewegung bekommen und natürlich eine Skalierung der Geschwindigkeit plus den Verlust von sogenannten Freiheitsgraden, das heißt die Freiheitsgrade, die Sie in den Händen, im Arm sozusagen verlieren, weil Sie eben über einen sogenannten Trokarpunkt in den Körper eindringen, ist natürlich dann gleichzeitig eine Bewegungsverlust einhergehend, aber insbesondere eben auch, weil Sie über diese Werkzeuge sich in den Körper bringen, der Verlust des Feingefühls, ja, also der sogenannten Taktilität. Und genau dort setzt eben die Robotik an. Wie können wir eben nicht nur ein Werkzeug sein, sondern ein intelligentes Werkzeug, was eben über smarte und kluge Algorithmen diese Art von sogenannter Telepräsenz in den Körper ermöglicht und dort eben die Roboter, ähnlich der Vision, die Sie in den vorigen zwei Folien gesehen haben, in den Körper zu transportieren, ohne eben diese technische Brücke spüren zu müssen. Also gerade der Verlust von Freiheitsgrad, Verlust von Bewegungen mit anderen Worten und der Verlust des Gefühls. Und genau dort ist eben der Roboter das Werkzeug des Chirurgen, das heißt, er operiert nicht, sondern er ist das Werkzeug des Chirurgen, um minimal invasiv in den Körper zu gelangen und das eben potenziell auch über große, große Distanzen. Und genau solche Systeme sind auch Realität geworden. Also vielleicht sind einige von Ihnen sogar schon damit operiert worden, hier bei uns im Rechts der Isar, wie auch in eigentlich allen großen Uniklinika weltweit, sind Systeme der Firma Intuitive Surgical aus den USA, die eben aus dem Stanford Research Institute vor mehr als 20 Jahren entwickelt wurden, mittlerweile der Stand der Technik. Und es sind Stand heute weit über 4.000 Systeme, es sind noch Zahlen von 2017, weltweit installiert, weit über 3 Millionen OPs durchgeführt worden und vor allen Dingen in der Urologie große, große Erfolge. Aber eben auch diese Systeme noch zu einem gewissen Grade mit nur bedingten Telepräsenzfähigkeiten, weil insbesondere auch der Tastsinn noch nicht übertragen wird. Das heißt, Sie spüren noch nicht direkt, weil das haptische, taktile ist noch nicht gegeben, aber eine wirklich sehr, sehr gute und technisch sehr ausgetüftelte und ausgeklügelte Möglichkeit der 3D-Wahrnehmung, um sich sozusagen an dieser Eingabekonsole, die Sie hier sehen, zu befinden, eben diesen 3D-Eindruck zu bekommen, obwohl die Roboter, die man hier sieht, quasi über diese Druckerpunkte in den Körper eindringen und einem das Gefühl geben, als würde man als Chirurg mit kleinen Scheren sozusagen im Körper sitzen. Aber da wird Herr Dr. Wilhelm mit Sicherheit sehr viel besser und sehr viel kompetenter natürlich berichten können, als ich das jemals kann. Ganz wichtig, das sind bisher noch starre Systeme. Der menschliche Körper ist flexibel. Wir sind Komposit aus Weichteilen. Das heißt, gerade die großen Probleme wie geschlängelte, schwierig zu erreichende Situationen sind einfach noch eine große Herausforderung. Endoskopische Roboter sind bis heute noch nicht in dem Maße in die reale Welt vorgedrungen als Produkte. Aber genau dort ist natürlich eine große Herausforderung, wo auch die Kombination aus Wahrnehmung im Körper, der entsprechenden Dexterität, Agilität, um sich sozusagen durch den Körper zu schlängeln und die Interaktion des Chirurgen mit diesem System eine große Herausforderung sind. Und hier sehen wir eben Beispiele von meiner Kollegin Jessica Burgner-Kaas, bis vor kurzem noch in Deutschland, mittlerweile in Toronto, die eben die Grundlagen schafft, wie können wir sogenannte Kontinuumsroboter, man könnte schon fast sagen kleine Schlangenroboter, Rüsselroboter, endoskopische Systeme eben zu ermöglichen, die sich in der Länge verfahren können, die entlang komplexer Geometrien sich bewegen können und dadurch eben natürlich beispielsweise auch extrem kleine Öffnungen, das natürlich auch große Möglichkeiten für die Neurochirurgie ermöglicht, um dort eben
sozusagen um die Ecke operieren zu können und eben die Dexterität des Arztes an bisher nicht mögliche Stellen zu gelangen. Ganz wichtig ist, denke ich, dass da natürlich erst ein Beginn stattgefunden hat. Also wir sind gerade erst dabei, chirurgische Robotersysteme mit auch Intelligenz auszustatten, Sensorik, Feingefühl und so weiter und so fort. Und natürlich ist es nicht weit, dass wir nach und nach von diesen endoskopischen Robotern darüber nachdenken, ja, wie wird es denn mit den kleinsten Robotern wie Kapselrobotern, Nanorobotern und so weiter aussehen. Und genau da wird es auch an der TU München große Schwerpunkte jetzt geben, dass wir eben diese nächste Generation an medizinisch hochrelevanten Systemen nicht nur in der Grundlage entwickeln wollen, sondern natürlich auch im Rahmen der Hightech-Agenda des Ministerpräsidenten auch als einen großen Schwerpunkt ausbauen wollen. Also das große Thema Medical Nano Micro Robotics. Und genau dort sind auch ganz, ganz fantastische Möglichkeiten denkbar, aber man befindet sich dann noch ganz klar in der Grundlagenforschung. Ganz wichtig ist eine große Herausforderung in dieser Makrorobotik, eben das taktile Feingefühl. Ich hatte das schon mehrfach erwähnt. Und genau mit dem künstlichen Tastsinn ergeben sich plötzlich eben neben dem Sehen und dem Bewegen plötzlich Dinge, die bis vor kurzem noch nicht möglich waren. Also insbesondere die Möglichkeit, die Welt zu ertasten und damit natürlich einen der wichtigsten Sinne des Menschen zu imitieren und dadurch natürlich Werkzeuge wiederum für den Arzt zu schaffen. Wir wissen, in der Medizin ist natürlich das haptische Gefühl von ganz zentraler Bedeutung. Und da ist natürlich die Idee, Roboter bei der Hand zu nehmen, sie zu führen, ihnen etwas zu zeigen, ein ganz zentraler Aspekt und gerade auch beim Thema Sicherheit. Das heißt, wenn sie mit weichen Geweben interagieren müssen, dann ist natürlich ganz zentral, dass eben diese Feinfühligkeit, die in den Roboter eingebaut ist und das sogenannte zentrale Nervensystem, natürlich über intelligente Algorithmen der künstlichen Intelligenz und der Regelungstechnik, um damit eben ein zentrales Nervensystem zu schaffen, das es eben erlaubt, sicher und feinfühlig mit der Welt zu interagieren. Und wenn Sie das können, dann sind Sie natürlich auch in der Lage, mit weichen Geweben sinnvoll zu interagieren. Also Sie können zum Beispiel gewünschte Drücke, egal ob es jetzt ein Schaumstoff in dem Beispiel, also abdominales Bauchgewebe beispielsweise, oder eben härteres Material oder eben auch Knochen, in dem Beispiel jetzt hier modelliert durch den Holzblock, eben sinnvoll Kräfte aufbringen, aber das eben in einer gewünschten und eben medizinisch sinnvollen Art und Weise. Und das ist eben auch eine zentrale Kernkompetenz, gerade hier in München, Maschinen, die einen künstlichen Tastsinn besitzen und eben nicht nur sehen, sondern auch fühlen können. Und genau damit ist es dann plötzlich möglich, dass Sie die Verbindung von Big Data Algorithmen der künstlichen Intelligenz, also zum Beispiel hier Erkennung von Zysten in dem Beispiel im Ultraschallbild. Der Roboter ist der Assistent des Arztes, der eben wiederholgenau, aber eben sensitiv und sensibel eben hier den Halsbereich abtastet, das Ultraschallbild eben gewinnt und das natürlich beispielsweise über Big Data Algorithmen große Analysen durchführt, um dann eben einen Vorschlag dem Arzt zu machen, basierend eben auf Wissen, was eventuell schon vorher in einer Datenbank eben besteht. Also gerade diese Verbindung von Big Data, künstlicher Intelligenz oben und eben intelligenten, feinfühligen Maschinen ergeben plötzlich Assistenten, die eben sozusagen Best of Both Worlds miteinander vereinen und damit eben Werkzeuge ermöglicht, die bis vor kurzem eigentlich so gar nicht denkbar waren. Ganz wichtig, es gibt natürlich viele, viele Beispiele, also man könnte sich auch überlegen, Assistenten gerade in der Zahnmedizin. Hier sehen wir ein Beispiel, wo eben in einer Zahnarztpraxis ein Robotersystem getestet wird, um eben als Assistent für den Zahnarzt hier zu fungieren. Das haben wir vor circa 2 Jahren publiziert, wo es eben darum geht, wie können wir gerade auch in die multimodale Interaktion, also hier sieht man künstliche Intelligenz-Algorithmen, die sozusagen die Geste des Arztes erkennen, die es ihm erlauben, in diesem Fall dem Zahnmediziner ein Werkzeug zu kommandieren, über natürlich sprachliche Interaktion oder Gestik, um dann eben sozusagen diesen Assistenten über Standardtechnologien, aber eben auch modernste KI-Technologien zu kommandieren, um damit eben eine dritte Hand sozusagen zu haben, die es ihm erlaubt, eben solche Standardprozeduren durchzuführen. Ganz wichtig ist auch die Interaktion von Mensch und Maschine in Themen wie der Rehabilitation. Wir haben gemeinsam auch mit Unternehmen hier im Raum München, genannter Reactive Robotics, das ist ein Robotikunternehmen, die eben smarte Maschinen für die Rehabilitation, gerade bei Hüft-OPs oder eben Frühmobilisierung nach Schlaganfällen und dergleichen eben erlauben. Und was wir dort eben entwickelt haben, ist die Software für dieses System, um den Roboter nicht nur die Bewegung durchführen zu lassen, sondern auch basierend auf dem Widerstand, auf dem Reha-Fortschritt des Patienten, intelligente, smarte Reha durchführen zu können. Was Sie jetzt hier sehen im nächsten Beispiel, ist eben, der Patient in dem Beispiel bewegt sich
Aber durch die Art und Weise, wie er sich bewegt und wie viel Widerstand er dem Roboter leistet, reagiert der Roboter und ist in der Lage, eben sinnvoll die richtigen Bewegungen durchzuführen, die richtigen Kräfte aufzubringen, um damit eben eine sogenannte Assist-as-needed-Funktionalität zu ermöglichen. Also eben auch wieder Sense of Touch, also ein Tastsinn, gemeinsam mit smarten und intelligenten Algorithmen, um damit eben die richtige patientenindividuelle Therapie an den Ort des Geschehens zu bringen. Ganz wichtig ist natürlich auch in diesem ganzen Bereich der Medizin nicht nur die Anatomie, wie wir sie ja schon seit Da Vinci kennen, also hochgenaue anatomische Studien, der Bauplan des Menschen, sondern natürlich gibt es da ganz, ganz fantastische Beispiele von 3D-Modellen für die Lehre, aber auch zum Beispiel das Kinematic Rendering von Siemens Healthineers, die hochgenaue 3D-Modelle. Man hat schon diesen Fotorealismus da bis vor kurzem noch gar nicht jemals erleben dürfen. Und da sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo es wirklich eigentlich der Stand der Technik mittlerweile ein Level erreicht hat, den man da schon kaum mehr toppen kann. Aber der nächste Schritt ist eben auch nicht nur das sozusagen der Bauplan, die Anatomie, sondern auch die Bewegung des Menschen nachzuempfinden. Und dort spielt eben die Neuromechanik, gerade die Bewegungsmodellierung, eine ganz große Rolle. Also man könnte sagen, wie genau sieht denn sozusagen der Hampelmann des Menschen aus? An welchem sozusagen Faden muss ich ziehen, damit sich der komplexe Körper des Menschen komplett bewegt, dass ich ihn nicht nur anschauen kann, sondern auch seine Bewegung verstehe und damit eben gerade in der Rehabilitation, in der Prothetik, in allen Themen die Bewegung, gerade auch im kardiovaskulären System, natürlich große Möglichkeiten eben sich auftun, die Verbindung von Daten, Modellen und eben den intelligenten, smarten Systemen völlig neue Therapie- wie auch Diagnosemöglichkeiten plötzlich ergeben. Diese Dinge bringen wir zusammen in einer Leuchtturminitiative. Darüber hatte ich das letzte Mal schon kurz berichtet, nur ganz kurz genannt. Was ist das Delta zum letzten Mal? Ich hatte kurz die Vision erläutert. Der Roboterassistent, der eben gerade für das selbstbestimmte Leben im Alter die Möglichkeiten der Assistenz im Alltag mitgeben soll, sodass im dritten Lebensabschnitt die Menschen eben selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben können. Wir hatten Beispiele gezeigt, wie so etwas aussehen könnte. Mittlerweile sind wir schon dabei, dass eben genau diese Vision nicht mehr nur eine Vision ist, dass eben all diese Assistenzfunktionalitäten jetzt nach und nach implementiert werden. Insbesondere hatten wir damals, und ich glaube in Zeiten von Corona ist es noch spannender denn je, gezeigt, wie eben gerade in einem Fall, also in einem Notfall, der Roboter sozusagen als Avatar des Patienten, des Arztes fungieren kann, so dass der Arzt, die Ärztin in dem Beispiel, aus der Ferne sich in den Roboter einklingt, der eben einen Notfall diagnostiziert, beispielsweise über Sensoren, die der Senior am Körper trägt, sofort in die digitale Patientenakte geht, sich in den Roboter einklingt, um dann eben vor Ort mit dem Menschen nicht nur sprechen zu können, sondern insbesondere auch die Beispiele wie die Diagnose, die ich gerade gezeigt hatte, eben zu ermöglichen. Und genau diese Beispiele haben wir mittlerweile schon im Realbetrieb implementiert. Das Ganze ist wirklich in Garmisch-Partenkirchen vor Ort. Wir sind gerade dabei, erste Feldstudien auch gemeinsam mit der Caritas und anderen Pflegeheimbetreibern hier zu sehen. Hier sehen wir eben den Telepräsenzmodus der Ärztin in dem Beispiel, um eben die Medikamente zu reichen. Wir haben auch schon größere Studien mit Senioren vor Ort gemacht. Das heißt, die Vision, die ich noch vor 9 Monaten größtenteils präsentiert habe, ist jetzt erstmalig eben am Laufen. Die Systeme sind real. Für Reha-Beispiele werden die schon eingesetzt. Und jetzt sollen eben nach und nach auch größere Feldstudien gemacht werden. Natürlich in den Zeiten wie heute noch eine größere Hürde, die jetzt durch die Quarantänesituation natürlich nicht verbessert wird. Aber wichtig ist, dass auch die Pflegeheimbetreiber dort eben sehen, was diese Technologie erstmal nicht ermöglichen kann. Als letztes Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, eben die Vision, die zu einem TUM-Campus jetzt entwickelt werden soll. Wir wollen dort den ersten integrierten Geriatronik-Campus weltweit entwickeln. Da geht es darum, Pflegeheimbetreiber, Caritas, in dem Beispiel die TU München, aber insbesondere auch die Pflegeschulen, wie auch die Seniorenheime selber und eben auch in einem Campus integriert zu entwickeln, wie können und zu erfahren, aber in einer Sonderforschungszone, wie können Menschen und Roboter gerade im Alter miteinander leben, wie können die Roboter als Assistenten eine Möglichkeit sein, eben das selbstbestimmte Leben im Alter wieder zu ermöglichen. Und insbesondere noch ein Beispiel, eben in dieser Modellkommune Geriatronik, die dort implementiert werden soll, sind eben zum Beispiel diese Fernuntersuchungen von infektiösen Patienten, die Sie hier sehen in dem Beispiel. Wie können eben die Roboter als Assistent über das Internet der Zukunft in diesem Beispiel eben zum Beispiel für die Auskultation eingesetzt werden oder eben für die Temperaturabnahme oder andere diagnostische Maßnahmen und so eben die Verbindung von Daten, Vernetzung und eben den Roboter-Assistenten als Werkzeug der Gesundheit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Hartedin, für diese sehr schöne, breite Einführung. Ich habe den Eindruck, wir gehen jetzt wirklich in einigen Fachgebieten entlang Ihrer Linie in die Tiefe. Ist Professor Nawab als Nächster bereit zu sprechen? Actually, we decided to switch with Werner, so he will talk about the whole strategy, and then I give a series of application in order to have a good balance between the three subjects. Also, maybe Werner. Professor Hemmer, wir freuen uns auf Sie. Jetzt habe ich es geschafft, mein Mikrofon freizugeben, weil ich schon meinen Bildschirm freigegeben habe und dann mein Mikrofon immer bekommen habe. Ja, Grüße an Gott allerseits. Wir haben seit einer Weile, sind wir aktiv, den Health-Bereich der Munich School of Robotics aufzustellen und insbesondere auch die weitere Strategie aufzustellen. Wir sind am Laufen, aber es gibt einzelne Beispiele, die ich Ihnen vorstellen kann. Aber zunächst einmal so die Gesamtstrategie. Was wir haben, sind unsere gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir brauchen personalisierte Interventionen. Wir haben chronische Krankheiten. Unsere Gesellschaft altert weiter und wir haben ein Problem, genug Pflegekräfte zu bekommen. Und obendrauf kämpfen wir auch noch mit Pandemics, also mit Corona. Und die Frage ist, wie kann man diese ganzen Herausforderungen bestmöglichst lösen, dass die Patienten bestmöglichst versorgt sind und auch, dass das klinische Personal bestmögliche Versorgung leisten kann. Dazu haben wir auch noch wissenschaftliche Herausforderungen, wie wir das Ganze technisch machen können, wie wir genauso wie unser Internet of Things auch die Medizintechnik miteinander verbinden. Wir haben natürlich eine große Herausforderung bei unseren Daten, wir haben das Problem mit unseren Daten, dass die sicher bleiben und wir benötigen natürlich jede Menge Tools. Zusätzlich gibt es auch ethische Herausforderungen bei der Krankenversorgung mit Robotern. Und als Universität sind wir natürlich auch daran interessiert, Studenten auszubilden und auch über die Disziplinen Ärzte mit Techniken auszubilden, aber umgekehrt auch Ingenieure Einblick in medizinische Belange zu geben. Und das Ganze führt zu jeder Menge Projekten, die ich einige von denen jetzt vorstellen werde. Zum einen sind natürlich sehr viele Bereiche involviert. Hier natürlich die Medizin, Sport- und Gesundheitswissenschaften, Informatik, die Elektrotechniker, Maschinenwesen. Aber nicht nur von der TU, auch die Medizin der LMU ist mit dabei, die DLR, das Deutsche Herzzentrum, Helmholtz-Zentrum München und BGU Murnau und Longlife in Garmisch-Partenkirchen. Hier sieht man eine Aufstellung über die Themenbereiche für Health. Und Robotics haben wir die Bereiche zum einen Treatment, aber natürlich auch Diagnose, Früherkennung von Krankheiten,
die Vermeidung von Krankheiten am besten, bevor sie auftreten. Wenn sie aufgetreten sind, brauchen wir auch Rehabilitation und für uns sehr wichtig eben auch Bildung und Ausbildung von Personal. Gut. Einige Beispiele, das wird aber der Herr Wilhelm und Nasir Nawab besser noch darstellen. Bereiche für Diagnose und Treatment und Behandlung sind natürlich Imaging erstmal sehen, was überhaupt im Körper vorgeht. Zum Glück haben wir in München ausgezeichnete Forscher, zum Beispiel Vasilis Nistia Christos, der völlig neue Imaging-Technologien baut und so optische und akustische Bildgebungsverfahren miteinander kombiniert und das Beste aus beiden Welten herausholt. Radiologie kommt natürlich dazu, Nuklearmedizin, NMR, Kernspintomographie, die Biophysik macht neue Imaging-Verfahren, zum Beispiel Phasenkontrast-Röntgen-Imaging und Nasir zum Beispiel Ultraschallverfahren. Ja. Für die Ausbildung kann man sich ganz viele Systeme vorstellen. Hier so einen virtuellen Menschen, einen virtuellen Zwilling, wo man mit seinen Handeinstellungen einstellen kann, welche Bereiche man sehen will und wie weit man in die Tiefe gehen will. Es gibt Robotiksysteme zum Beispiel, um eine Geburt nachvollziehen zu können anhand von einem Modell. Und es gibt natürlich auch in der Chirurgie Anwendungen, aber das wird der Herr Wilhelm wird da viel besser drauf eingehen können. Für die Behandlung brauchen wir intelligente Tools und die werden bei uns zum Beispiel im Maschinenbau von Professor Lüth tatsächlich auch hergestellt und dann in der Klinik auch eingesetzt. Zumindest ist es geplant und dazu gibt es erste Studien. Bei den Orthopäden sieht es so aus, dass mit Professor Burkhardt schon ein Experte da ist, der sich viel mit Robotik bereits beschäftigt. Wir haben zudem das DLR mit dem Leiter Professor Albu Schäffer, die sehr stark in Medizinrobotik sind. Und verschiedene Bereiche setzen bereits Medizinroboter ein, in der Urologie zum Beispiel. Weiteres System, wo Robotik eingesetzt wird, ist in der Augenheilkunde. Und hier kommt dann eben zugute, dass man mit Robotik eben sehr genau und feinfühlig arbeiten kann. Und Professor Knoll ist ein Kollege aus der Informatik, der mit Embedded Robotics auch seine Beiträge in der Medizintechnik leistet. Zusätzlich Maschinenintelligenz, hier ein sehr prominenter Vertreter, auch aus der Elektrotechnik, Professor Gordon Cheng vom Lehrstuhl für Cognitive Systems, entwickelt eine Vielzahl von Robotiksystemen, die auch für Rehabilitationsunterstützung eingesetzt werden, minimalinvasive Operationen hier und auch ein sehr starker Bereich Telepräsenzsysteme in der Robotik. Ein weiterer sehr starker Bereich an der TU ist Computer Vision und AI allgemein. Da gibt es extrem starke Bereiche und da komme ich in Kürze noch drauf zu sprechen. Auch im Bereich der Rehabilitation habe ich schon gesagt, Professor Gordon Cheng, das war hier die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, wo ein Querschnittsgelähmter mit Hilfe von einem Exoskelett
den ersten Ball angekickt hat. Also auch sehr großer Erfolg, dass man eben mit Exoskeletten wieder Leute verhilft, wieder gehen zu können. Allgemein gibt es Gruppen eben, die sehr stark im Bereich Machine Learning arbeiten und in Zusammenarbeit mit internationalen Gruppen an der künstlichen Intelligenz in der medizinischen Diagnostik arbeiten zum Beispiel. Und das ist ein sehr großer Bereich, der auch weit über die Robotik rausgeht, weil nahezu jede Arbeitsgruppe inzwischen mit KI arbeitet. Dafür gibt es auch ein großes Zentrum, zum einen das Munich Center for Machine Learning, das von Professor Kremers geleitet wird. Da geht es hauptsächlich um Data Science, Computer Science und Statistik. Dann gibt es eine große Gruppe am Helmholtz-Zentrum München, geleitet von Professor Theiss, wo es ebenfalls um Digital Health geht und Big Data-Based Precision Medicine. Neben den reinen technischen Disziplinen ist auch die Ethik wichtig und an der TU gibt es einen Lehrstuhl für die Ethik in der Medizin und zusammen mit diesem Lehrstuhl gibt es auch Projekte über Responsible Robotics und auch generell müssen wir für alle medizinischen Entwicklungen natürlich auch immer schauen, wie die Ethik dazu aussieht, damit wir auch einen breiten Konsens in der Gesellschaft haben, dass diese Systeme auch angenommen werden. Spezielle Beispiele, Professor Lüth, Sie haben schon robotische Systeme von ihm kurz gesehen. Der Lehrstuhl von Professor Lüth baut patientenspezifische und operationsspezifische Roboter. Und die werden tatsächlich über Nacht 3D gedruckt und passend für den Patienten dann hergestellt und können dann eingesetzt werden. Das ist natürlich noch viel Zukunftsmusik, das muss erst noch getestet werden, aber die Systeme gibt es. Weitere Projekte sind bei Roboterassistenzsysteme und Teleoperationssysteme. Da gibt es einen Lehrstuhl von Professor Hirche, der auch von der EU gefördert wird. Und in dem Zusammenhang gibt es auch weitere Projekte, die jetzt von unseren Kommunikationslehrstühlen an der Elektrotechnik geleitet werden, Professor Kellerer und Professor Steinbach. Und die arbeiten mit der neuen 5G-Mobilfunktechnik. Und eine ihrer Anwendungen ist tatsächlich auf dem Fokus eHealth, wo es darum geht, über Teleoperation Patientenversorgung zu machen oder eben Operationen über eben haptische Systeme zu machen. Und das Hauptgebiet von Professor Steinbach sind eben solche haptischen Interfaces, damit man auch wirklich auch das Gefühl für das bekommt, was der Roboter am Ende hier macht am Patienten. Wir sind eine Riesengruppe hier inzwischen, die mit Robotik beschäftigt sind. Und die sind so groß, dass man schon gar nicht mehr alle zusammenbringen kann. Deswegen haben wir Fokusgruppen gebildet. Und eine Fokusgruppe ist die Human Digital Twin Gruppe, wo unser Ziel ist, sehr genaue digitale Zwillinge bauen zu können von Menschen und dann speziell auch von individuellen Patienten. Und anhand dieser Zwillinge kann man dann natürlich Operationen vorbereiten
oder auch die Interaktion von Menschen mit Patienten oder Menschen, anderen Menschen, die körperliche Einschränkungen zum Beispiel haben, besser verstehen. Ja, hier kann man testen Mensch-Maschine-Interaktion, aber auch eben als Hilfsdevices. Das ist, hat einen Einsatz im Training und in der Lehre. Und hauptsächlich geht es um Bewegungssysteme, Bewegungssteuerung, Bewegungsvorhersage. Gemeinsame Projekte sind eingerichtet worden mit dem Deutschen Herzzentrum. Und das Schöne am Deutschen Herzzentrum ist, dass es sehr nah an der Munich School of Robotics and Machine Intelligence ist. Das sind hier 13 Minuten zu Fuß. Und die Vision ist, hier einen digitalen OP einzurichten, digitalisierte Patientenzimmer und die ganzen Systeme zu vernetzen und eben Zugriff auf Patientendaten, Patientenzimmer und OP-Säle zu bekommen. Weiterhin gibt es Kooperationen mit der BGU Murnau und in dem Zusammenhang ist auch geplant, neue Rehabilitationssysteme zu bauen. Und da wird es auch ganz stark um neuronale Interfaces gehen. Wie kann man Leute, die zum Beispiel eine Querschnittslähmung haben, wieder ermöglichen, wenigstens einfache Aktionen selber durchzuführen. Ja, und Sami Haradin hat auch schon die Lighthouse Initiatives dargestellt. Eins der ersten ist eben das Geriatronik-Zentrum. Das sind große Projekte, die eben dann entsprechende Leuchtkraft haben und auch wirklich große Fortschritte in Forschung und aber auch in der Versorgung der Menschen bringen werden. Und damit bin ich am Ende. Das hat Herr Haradin schon gezeigt. Gut, zum Schluss haben wir noch einen Punkt. Wir sind als Universität natürlich auch in der Ausbildung und dem Training von Menschen interessiert und wir müssen das über die Disziplinen machen. Wir müssen den Medizinern beibringen, wie Roboter funktionieren und künstliche Intelligenz und umgekehrt den Ingenieuren, was die Anforderungen im Medizinbereich sind. Ja, und damit schließe ich mal meinen Vortrag ab und würde weitergeben an Nasir Nawab, der nochmal ein paar sehr detaillierte Einsichten hat. Vielen Dank, Professor Hemmert, für diesen großartigen Überblick. Da sehen wir wirklich, was hier in München auf diesem Gebiet alles zusammenkommt. Ich bin sicher, wir werden das in der Diskussion noch einmal etwas ansprechen können. Und Professor Nawab als nächstes, bitte. You have to open your mic yourself. I can't do it from here. Do you see my shared presentation? Yes, everything is fine and we hear you. Okay. Perfect. So I wanted to just give you some examples and make a link between the talk of Sami and also Werner and the one of Derek as a surgeon. So
One thing, just I saw that there was a question from audience whether we should include psychologists and sociology experts, and I wanted just quickly answer that we work very closely with psychologists in many of the projects regarding robotics, augmented reality, and AI, and it would be absolutely great to have them also, and we are actually we do collaborate with them. So I wanted to start by telling that in practice, we do a lot of application and we do connect, all the way from medical education and training. The software that you're seeing and also Werner was showing is actually used in the medical school of Munich, thanks to a DF key, and over 650 students work with it. During the first year of learning anatomy. And this is together with Professor Vashke, and it is now also transferred to head-mounted display where professors and students can interact actually over such a system. But such a system would also allow us, I just want to make sure, are you seeing my presentation view or only the view of the PowerPoint. I want to make sure that I'm sharing the right window. I think we see a PowerPoint presentation, which is in the presentation view. Okay, perfect. So basically, this what you see here is the same system, but now instead of doing the visualization for education, the positions of this atlas anatomy is transferred to the robot, and then this allows the robot to go, and the doctor can say, what do I want to measure in terms of anatomy and functionality on the patient? And then the robot can go directly and automatically to the patient and do an acquisition of 3D ultrasound automatically, and then measure what the doctor wants that to measure on the atlas data or for diagnostics. So this system has been used now since a few years and for research, and I would say over 40 people have been image either in terms of abdominal acquisition or in terms of thyroid. But the fact that we work very closely with surgeons at the hospital and that we are at the hospital made a set of surgeons, actually female neurosurgeons for spine, to see our system and get fascinated and then bring it after ethical approval to real surgery in patients. So this is the first patient where they use actually the automatic robotic ultrasound to do the acquisition of the spine. And then, as you will see, the robot does automatic acquisition of the spine. And then once this is done, the 3D ultrasound is visualized during the surgery to surgeon. And the surgeon detects sees very nicely the facet joints inside this ultrasound and defines them where her needle needs to go. And then the robot goes automatically to the position on the spine of the patient where the image includes the plane of ultrasound that the doctor was interested in, and the attachment is exactly aligned the direction the surgeon wanted to insert. And until now, we have done 20 injections on 5 patients with Anna, one of the surgeons of the neurosurgery department at Rechter-Riesau, all successfully. And because of the ethical approval, we also verify that with the X-ray. And I always say the most famous surgeon that tested our system was Merkel, who came to visit the center of MSRM, and then Kuka was very happy when she put this on her Instagram, and she was very excited about it. We are continuing that. Now we can even do automatic catheter tracking
during catheterization in cath lab. And thanks to a lot of effort from Sami Haddadin and MSRM, now actually we are starting to work directly with the heart center and actually with the support of Bavaria to bring such a automatic ultrasound tracking of catheters into procedures. We are also going more towards automation, and now our robot, thanks to machine learning, can automatically actually, you know, the doctor does not need us to say where to go. The robot can automatically go to sacrum, then actually count and combine touch, like a surgeon that touches the vertebra, combine force and image to find the right vertebra where the problem of the patient is, and the robot automatically rotates and get completely the volume of that vertebra very precisely, and then allows to actually go for injection. This is going to be a fully intelligent and automatic robotic in near future. This is one of our recent work, which is actually accepted for IEEE robotics and automation. And one thing interesting I have to tell you is that the researchers who work on these projects are three female researchers, and the two surgeons who did the surgeries were two female surgeons, which is really very exciting. Now, we work very closely with Johns Hopkins and augmented reality. And I should really say that this collaboration with, this is Professor Greg Osgood from Johns Hopkins. Currently, there are 9 students of TAU at Johns Hopkins working directly with these surgeons. Actually, one of them also working on the statistics of COVID that is reported on the TV. He's doing his bachelor thesis there. And we have a set of master's students and exchange PhD students working. This one is completely with augmented reality. Greg Osgood is actually using augmented reality to do from A to Z inside the operating room, and the system guides him to actually do the full insertion of, this is for, in this particular case, for hip. But what you see here is really the augmentation, the combination of machine learning and advanced visualization. And I'm hoping that thanks to also the collaborations we are doing now within MSRM, that together with international partners, we could also bring all of this into robotic and human interaction for the whole heart surgery. Now, just I wanted to tell you that the team at MSRM and Reshta Rizor and Toom is very, very, very much involved also in our impact on the society. So, I wanted to tell you a little bit, report to you on what happened as, you know, the COVID came. As the COVID, attacked Munich and Germany, our students really, I think in overall, I think Derek will also tell about how, together with Sami and others, they are working on this direction. But many of our students got really excited to contribute, and they started actually to develop and print a lot, hundreds of, on one side, hundreds of masks at Reshta Rizor, because our lab is there. And also they developed their own ultraviolet disinfection lightings, and they tested it in order to improve this at Reshta Rizor. At the same time, we started to gather a big consortium in Munich together with LMU and many companies around Munich area to create a challenge where we are gathering data from all around the world and try to converge and share in order to provide also with Eisen, provide possibility to share also code to contribute
to the global, you know, fight with COVID in terms of artificial intelligence and machine intelligence. In this particular project, we gather cities and X-ray. And then from the very beginning of this crisis, a large group of our students started to directly work with the radiology department, Professor Makovsky at Rechter Izar, and later we started to work very closely with Siemens Healthineers. And this set of, you know, really excited students and, you know, together with expert radiologists of Rechter Izar, started to do amazing research to support them with classifications, automatic classifications of patients based on their CT. And because of this development, we also could, on the side, get a project with EIT Health directly for COVID. In that case, we are also trying to go to the challenge of using X-ray and machine learning for that. With Rechter Izar, so what we, this team has started to do in a very short time, in I would say something like 4 to 5 weeks now, we started to work very closely with them. We get a lot of data that the doctors at Rechter Izar take their time to actually annotate them. And then we develop machine learning that creates automatic reporting of this data. For the moment, it's not a product, but it's a research oriented that helps their workflow, where we can actually say, tell that in each lobe of the lung of the patient, what is the percentage of opacity, of glass opacity and nodules versus the healthy tissue, and allowing them to make better treatments within this. What is amazing is this short time that we had in front of us and this energy that the students put in with artificial intelligence and collaboration towards this direction. And this is now, together with Siemens Healthineers and Radiology Department, we are now having hundreds of annotated data. We are improving it, and we would like, in fact, to make it completely open to the, of course, Germany, but also to the world, and try to do a contribution in that direction. Now, you know, we in some of the things that also Werner was talking about is that at PU, we are very strong in machine learning and in computer vision. And one of the things that we did a few years ago was to be able to automatically generate 3D environment, 3D reconstruction from single images. In this case, I was walking around with my mobile phone around a discussion group of Siemens in Starnberg. And it was amazing that we could, without the system, had never seen such environment, but it was able to compute a complete 3D depth map out of it. Now, the question is that, can this impact healthcare? And of course, the answer is yes. This kind of high-level research can impact, you know, can dramatically impact actually healthcare. Thanks to those kind of work, we started to get also a BMBF project a few years ago to see exactly what both Sami and Werner were talking about. Can we do remote medicine? Can we try to have, you know, transmit the patient in high resolution and all the surgical environment or people in the operating room as avatars to a remote surgeon and being able to do that? This ArtecMed project is focusing on that. So we are trying to do in real time a reconstruction of the full environment and transmit it. And as you see in the center, we have very high resolution. That's the objective where the patient is. And then we try to have avatars that are around that. And this is moving really very, very interestingly. And so basically, the idea is that the crew around is going to be reconstructed as avatars while the environment is also
fully reconstructed, and these are all transmitted to the remote surgeon who does the guidance and the surgery. But once we, this project is running for the last 1.5 years, but when COVID again came to the game, then BMBF contacted us and we started to discuss, can this help COVID? And in fact, it can, because they have a lot of problem to actually manage both the ICU and the patient that they are coming to the hospital. And because of also the fact that this is an infectious disease, this management could be much more efficient if it's done through these kinds of telemedicine. And therefore, now this Arctic Med projects with an additional support from Bayerische Forschungsstiftung, from BMBF, is going to expand its focus to management of patients remotely through this reconstruction of the augmented and virtual reality for both managing the entrance of the patients and their selection, as well as their continuation in ICU. Now, what is very interesting, the projects we are doing with Professor Makovsky at Rechter Izar, and these projects are going to be getting together, and you will see later when Derek and talk about his direct collaboration with Sami, you will see that in MSRM, you're going to have from A to Z, from diagnostics to management, to then CT and X-ray, and in that case, machine learning for classification of the patients and decision where they go, all the way to hopefully X-ray continuation and management in ICU. So I'm closing it. This was just some examples that how MSRM tries to not only talk about it and bring people together, but continuously impact the society around us, and in this particular case, the COVID issues. Thank you. Thank you very much, Nasir, for this deep dive. Vielen Dank, Professor Nawab. Das war ein sehr schöner Tiefgang in verschiedenen Anwendungen. Und man merkt natürlich auch, dass hier die Kooperation verschiedenster Institutionen, die durch MSRM gefördert werden, eine große Wirkung hat. Auch könnten wir später nochmal eingehen. Eine solche Kooperation MSRM mit der Medizin ist vor allem mit dem Klinikum rechts der Isar. Und wir hören viel über das Projekt eines Digital Operating Rooms und ähnliche Projekte. Dr. Wilhelm wird uns jetzt erzählen, was seine aktuellen Arbeiten mit MSRM gemeinsam Klinikum rechts der Isar bearbeiten. Bitte schön. Ja, ich darf mich erstmal bedanken für die einleitenden Worte, Herr Kubasik, und darf Ihnen vielleicht auch mal kurz die Hintergründe, warum wir solche Technologien im Klinikum benötigen und einsetzen, darlegen. Und du darfst ja mal meinen Screen sharen, damit Sie auch die entsprechenden Folien haben. Es ist für mich auch immer als Kliniker faszinierend zu sehen, was am MSRM und von den Kollegen der Ingenieurwissenschaften entwickelt wird. Man ist da natürlich als Wissenschaftler begeistert. Man muss aber auch natürlich immer die Notwendigkeit und den Einsatz klinisch hinterfragen. Und die erste Hürde für ein derartiges Projekt ist es immer, schafft es von Seiten des MSRM links der Isar in unser Klinikum nach rechts der Isar und schafft es letztendlich die ethischen und klinischen Hürden, um eingesetzt zu werden. Was ganz, ganz wichtig dabei ist, ist natürlich der Bedarf und die Anwendung. Sie haben schon erfahren oder gehört während der Darstellung der Kollegen, dass wir hier im ständigen Wandel unterworfen sind und das entsprechend auch sehr agil und sehr kurzfristig auf Veränderungen im Gesundheitswesen eingehen müssen. Ganz, ganz wichtig dabei ist aber auch immer die Notwendigkeit und die gemeinsame Entwicklung von Seiten Kliniker und Ingenieurwissenschaftler. Ich darf Ihnen dazu einen kleinen historischen Ausblick bieten. Das ist Herr Sauerbruch, den Sie, einer von Ihnen vielleicht kennt. Das war ein Chirurg, ein Thoraxchirurg, der vor etwas mehr als 100 Jahren aktiv war. Als Thoraxchirurg hat er sich mit der Operation an der Lunge beschäftigt. Und das Problem, was ihn damals beschäftigte, von medizinischer Seite, war die Tatsache, dass der Lungenraum ein abgeschlossener Raum ist, in dem ein Unterdruck herrscht. Dieser Unterdruck hält die Lunge entfaltet, sodass er operieren kann.
Und sobald der Thorax zurück, der Sauerbruch, den Schnitt getan hat, den Lungenraum eröffnet hat, kam es zu dem zwangsläufigen Kollaps der Lunge und die Operation und der weitere Verlauf des Patienten war nicht mehr so günstig, wie er den gern haben wollte. Der Sauerbruch hat damals die sogenannte Unterdruckkammer. Das war eine Kammer, die letztendlich den Unterdruck im Brustkorb nach außen weitergab. Der Patient selbst war mit seinem Kopf im Freien, konnte also ganz normal atmen. Der Chirurg aber musste innerhalb dieses quasi Vakuums oder im Unterdruck mit speziellen Beatmungsgeräten die Operation durchführen und nur so war es möglich, letztendlich thoraxchirurgische Eingriffe, Lungenoperationen erfolgreich durchzuführen. Eine viel bessere Lösung ersann bei dem gleichen Problem ein Ingenieur, Herr Träger, der wenige Jahre später den Pulmotor vorstellte, ein System, was nicht den Unterdruck um den Körper aufrechterhielt, sondern im Gegensatz dazu den Druck in der Lunge erhöhte. Das ist der Vorgänger der heutigen Beatmungsmaschinen. Und was ich damit zeigen möchte und was ich Ihnen darstellen möchte, ist, dass diese Kombination aus einem Mediziner mit einem Problem und einem Ingenieur, der eine technische Lösung bereitstellt, immer zum Erfolg führt und deswegen auch hier bei uns diese enge Kooperation zwischen dem Klinikum und dem MSRM eine ganz wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Forschung darstellt. Wenn man von Medizinrobotik redet, Professor Harine hat es vorhin schon gezeigt gehabt, dann denkt man natürlich zunächst einmal an derartige Systeme, die heute auch hier im Klinikum eingesetzt werden, um Patienten zu operieren. Das sind fantastische Innovationen, ingenieurwissenschaftliche Leistungen, die uns heute Chirurgie ermöglichen, in einer Präzision, die wir nie gehabt haben. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, der Bedarf dafür ist nicht immer gegeben. Die Kosten, die mit solchen Systemen verbunden sind, sind immens. Und ob die medizinische Versorgung tatsächlich davon profitiert, das muss ich erst in den nächsten 10 bis 20 Jahren zeigen, wenn wir solche Systeme noch weiter und noch intensiver in der Klinik einsetzen. Um hier sinnvolle Entwicklung voranzutreiben, ist immer das Problem im medizinischen Versorgungsalltag entscheidend und sollte der Motor für die Entwicklung sein. Deswegen sollte man als Ingenieur, Mediziner, der in diesem Bereich tätig ist, sich natürlich immer die aktuellen und relevanten Probleme vor Augen halten. Das wurde zum Teil schon erwähnt, allen voran der momentane Pflegenotstand. Das Ganze betrifft inzwischen auch die ärztliche Seite, auch die Versorgung und Besetzung von ärztlichen Stellen wird immer mehr zum Problem. Die Ökonomie ist natürlich relevant, Kosteneinsparungen, die personalisierte Medizin, das heißt, dass wir immer individueller Patienten spezifisch auf ihr Problem hin behandeln. Die Überalterung der Bevölkerung von Professor Harradin schon mit der Geriatronik angesprochen. Und natürlich in der Chirurgie sind wir darauf aus, die Patienten immer weniger zu belasten, das Trauma zu reduzieren, immer präziser Operationen durchzuführen und die Patienten möglichst bald wieder in seinem täglichen Betätigungsfeld aktiv werden zu lassen. Was ganz, ganz wichtig und auch in den letzten Jahren zunehmend relevant geworden ist, ist auch die Veränderung von Prozessstrukturen. Die Medizin ist eine sehr, sehr analog geprägte historische Disziplin, die jetzt von der Digitalisierung und Automatisierung überrollt wird. Und auch hier gilt es, letztendlich Lösungen bereitzustellen, die uns nutzen und die letztendlich auch für den Patienten von Vorteil sind. Das heißt, bei dieser ganzen Fokussierung auf neue Technologien, die absolut faszinierend sind, ist mir ganz, ganz wichtig, dass man den Patienten und alle Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die mit solchen Systemen tagtäglich arbeiten müssen, in den Mittelpunkt stellt und tatsächlich problemorientiert Lösungen bereitstellt. Dass das aber auch sehr gut gelingt, das wurde Ihnen zum Teil schon gezeigt. Ich darf dieses Projekt, was sicherlich eines der herausleuchtendsten Projekte, die hier im Klinikum in Kooperation mit dem MSRM entwickelt worden sind, darstellen. Das ist die Forschergruppe 1321, die von der DFG gefördert und jetzt in der zweiten Förderungsperiode im Abschluss befindlich ist, bei der zahlreiche Akteure aus dem MSRM, Professor Lüth, Professor Knoll, Professor Nawab, involviert sind, aber auf klinischer Seite verschiedene Akteure mit eingebunden sind, um tatsächlich Operationssysteme, Roboter zu entwickeln, die einen relevanten Vorteil bringen. Das heißt, nicht nur bisherige Operationstechniken auf eine robotische Basis übertragen, sondern tatsächlich das Potenzial, was in Robotern herrscht, nämlich die Miniaturisierung, die Verkleinerung, das flexible Agieren und das adaptive, entwickelnswerte Systeme für Operationen hervorschiebt. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung hierzu, das wurde auch zum Teil schon mal gestellt, was wir mit so einem System letztendlich bestreben sind.
ist, dass wir patientenbezogene Informationen, wie Sie oben links sehen, das heißt biometrische Daten, Laborparameter, sonstige Parameter des Patienten, wie groß er ist, wie groß sein Bauchumfang ist, etwa was für eine Pathologie vorliegt, solche Informationen nutzen und diese in Verbindung mit Prozessdaten, das heißt, was für eine Operation ist geplant, wie haben wir vorgesehen, diese Operation durchzuführen, und das in Kombination mit einer Bibliothek an verschiedenen operativen Instrumenten zusammenzuführen und dann individuell für den Patienten dezidierte Instrumente bereitzustellen, mit denen wir Chirurgie robotisch durchführen können, mit einem deutlich geringeren Trauma, das Ganze auch ökonomisch sinnvoll, da das System durch Einsatz von 3D-Druck auch sehr günstig ist und hiermit eine verschiedenen Bereichen vorteilhafte Lösung bereitstellen. Dieses System ist nicht Vision, das System wird derzeit bereits experimentell evaluiert und auch die Voraussetzungen für die Zulassung eines derartigen Produktes sind gegeben, sodass wir durchaus in der Lage sein werden, in den nächsten Jahren derartige Systeme am Menschen einzusetzen, und zwar nicht nur bei chirurgischen Operationen, sondern auch bei endoluminalen Eingriffen, das heißt im Darm des Patienten zum Beispiel, um Vorstufen von Tumoren zu behandeln. Das, denke ich, ist ein sehr, sehr schöner Ansatz, dass wir mit der Technologie nicht die Medizin erschlagen dürfen, sondern ganz gezielt und sehr präzise Instrumente entwickeln müssen und können, die an den Problemstellen der Medizin, nämlich dem Trauma, an den Kosten, an der individuellen Versorgung der Patienten eingreifen. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir im Rahmen dieses Projektes ebenfalls erkannt haben und der für die Kooperation, die Interaktion zwischen Klinik und den Ingenieurwissenschaften im MSM entscheidend ist, ist das Prinzip, was wir als Virginiering bezeichnet haben. Sie haben die wunderschönen Roboter gesehen, die am MSRM entwickelt werden, und Sie kennen vielleicht die analogen und überalteten Strukturen, die wir in der Klinik haben. Wenn Sie sowas verbinden, zusammenführen, dann funktioniert das oft auf Anhieb nicht, und man könnte häufig die Flinte ins Korn werfen und das Produkt, das möglicherweise innovativ ist und viel Potenzial hat, einfach einem besseren überlassen. Manchmal reicht es aber aus, dass man die Medizin, die Chirurgie, die Prozedur ein kleines bisschen anpasst, damit die Technologie, die man hat, dann doch kompatibel wird. Und gleicherseits heißt es, dass man vielleicht die Technologie ein kleines bisschen modifiziert, damit sie für die klinische Anwendung nutzbar ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess und der verlangt eben diesen etablierten Diskurs, diese Kommunikation und die Interaktion zwischen Ingenieuren und Medizinern. Nur dann kann Medizintechnik tatsächlich erfolgreich und zielorientiert durchgeführt werden. Das als für uns ganz wichtiges Ergebnis aus dieser Kooperation. Und sowas geht nur, wenn man tatsächlich tagtäglich gemeinsam diskutiert und bei Problemen auch zielorientiert vorangeht. Sie haben erfahren, dass Personalmangel in der Medizin ein großes Problem ist. Das Projekt, was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, wäre vor 10, 15 Jahren, als wir noch im Überfluss gelebt haben, sicherlich nicht sinnvoll gewesen. Das ist ein autonavigierendes robotisches System, welches wir einsetzen werden, um oben im OP, ähnlich wie Professor Haderdin das eben schon beim Zahnarzt gezeigt hat, im OP einsetzen wollen, um tatsächlich eine OP-Assistenz zu bilden. Das ist ein Projekt, was erst vor kurzem durch die BFS bewilligt worden ist, bei dem wir zwei Industriepartner eingebunden haben und hier in Kooperation zwischen MSRM und dem Rechts der ISA letztendlich gemeinsam interdisziplinär an diesem Problem, wie können wir den Personalmangel im OP kompensieren, arbeiten wollen, und bei dem wir vorhandene Robotertechnologie adaptieren, auf mobile Strukturen setzen und hier interaktiv, teilautonom in den Klinikalltag integrieren. Die Ziele, die wir mit diesem Projekt letztendlich lösen wollen, ist, wie schon gesagt, der Personalmangel in der Pflege. Problem ist aber nicht nur der Personalmangel, sondern auch die Qualität der Pflege, weil wir inzwischen sehr viele Mitarbeiter aus dem Ausland bei uns hier einsetzen, die häufig sprachliche Schwierigkeiten haben. Und auch die Ausbildung der Mitarbeiter wird immer schlechter. Das heißt, das perfekt geschulte Personal, das sie vor Jahren noch einsetzen konnten, ist immer mehr Mangelware. Und deswegen müssen wir auch hier mit Technologie supportiv einsetzen, zum Beispiel mit KI, zum Beispiel mit intelligenten Systemen, die sich unterstützend in das Arbeitsfeldumfeld integrieren lassen. Ganz, ganz wichtig hierbei auch der Aspekt der Digitalisierung. Solche Systeme sind natürlich nicht nur Effektoren, die Tätigkeiten durchführen, sondern können gleichzeitig auch als Sensoren eingesetzt werden, um Informationen zu generieren, die dann weiterhin genutzt werden können. Ein ganz wichtiger Aspekt, den wir mit diesem Projekt aber auch lösen wollen, ist die Integration derartiger robotischer Systeme in das Gesundheitswesen.
was vielleicht in der Autoindustrie recht einfach ist, einen Roboter in einem abgeschlossenen System mit einem Envelope einzusetzen, ist bei uns im Gesundheitswesen natürlich wesentlich problematischer. Wir müssen die Hygiene beachten. Wir haben mit den Menschen, der Gesundheit, ein sehr, sehr wichtiges Gut, was wir erhalten müssen. Und natürlich haben wir andere Zielparameter. Bei uns geht es nicht nur darum, Zeit zu sparen und Kosten zu sparen, sondern das Outcome des Patienten, der Effekt ist ganz, ganz wichtig. Und wie man in solchen Umgebungen robotische Systeme sinnvoll einbringt, orchestriert, interagieren lässt, das ist auch ein Teilprojekt dieses Antrages, den wir ebenfalls in Kooperation mit den genannten Partnern bearbeiten wollen. Damit sowas funktioniert, und auch das wurde schon angesprochen, brauchen wir eine sogenannte kognitive Arbeitsumgebung. Das heißt, ein Robotersystem nur in eine Klinik zu stellen, ist zwar toll, löst einige Probleme, aber führt nicht zu einer Interaktion. Das heißt, das Robotersystem muss auch spüren, was um ihn herum passiert. Sie können sich vorstellen, als Arzt gehen Sie in den OP, sehen einen Patienten da liegen und wissen genau, was Sie zu tun haben. Der Roboter sieht das nicht, der fühlt das nicht. Das heißt, der muss letztendlich eine Interaktion mit der OP-Umgebung eingehen können. Und dafür brauchen wir eine kooperative OP-Umgebung, einen intelligenten OP, der letztendlich mit Sensoren analysiert, was die ganze Zeit über im OP passiert. Diese Sensorinformation, die letztendlich hier auf der linken Seite des Schaubildes zu sehen ist, nutzt und auf Basis von vorhandenem Wissen, das heißt Prozessabläufen, Plänen, analysiert, wertet und dann letztendlich interpretiert, damit dieses Wissen genutzt werden kann, um robotische Systeme sinnvoll in den Klinikalltag einzubinden. Das ist weitaus komplexer, als es auf diesem Bild zu scheinen mag, einfach deswegen, weil Patienten sehr individuell sind, unsere Prozesse sehr analog sind und einer extrem hohen Variabilität unterworfen sind. Aber genau deswegen ist dieses Projekt auch so spannend. Und hier die Kooperation mit Professor Lüth und Professor Nawab innerhalb des Blavacom-Projektes ganz wesentliche Beiträge geschaffen. Andererseits können wir, wie schon gesagt, natürlich die Devices, die wir entwickeln, die Roboter auch wieder nutzen als Sensoren, die weitere Informationen das System einspielen und damit letztendlich dieses anfängliche Konstrukt immer effektiver und potenter für weitere Implementierung von Systemen machen. Das Ganze geht nur, wenn Sie entsprechende Unterstützung und Systeme haben. Wir haben hier im Klinikum rechts der ISA einen der ersten derartigen kognitiven OP-Systeme, die ebenfalls mit Unterstützung der Bayerischen Forschungsstiftung vor Jahren schon eingerichtet worden ist. Diese OP sieht von außen nicht anders aus als ein konventioneller OP, den Sie vielleicht aus normalen Einrichtungen kennen, aber diese OP ist komplett mit Unzahl von verschiedenen Sensoren ausgerüstet, die die ganze Zeit jeden kleinsten Schritt des Chirurgen, seine Bewegungen, die Lagerung des Patienten, den Einsatz von Instrumenten und so weiter nutzen, analysieren und dann, wie gesagt, mit Prozessmodellen hier eine kognitive Umgebung bieten. Eine ganz wichtige Voraussetzung, um robotische Systeme für uns sinnvoll und wirklich nutzbringend einsetzen zu können. Jetzt haben wir das Problem der Digitalisierung angesprochen, Problem der Personalknappheit und der Präzisionsmedizin. Und das nächste Problem, was ich adressieren möchte, was auch schon angesprochen worden ist, sind die anderen Bedingungen. Wir haben momentan die Corona-Pandemie, aber auch schon davor haben wir das Problem der zunehmenden multiresistenten Keimen, die wir im Klinikum tagtäglich antreffen und die unser Agieren deutlich einschränken, zu bekämpfen. Und auch hier sehen wir natürlich eine ganz sinnvolle und nutzbringende Anwendung für robotische Systeme. Ich darf Ihnen hier ganz kurz eine Publikation zeigen. Sie sehen, das ist ein hochrangiges Journal. Die Akteure, die diese Arbeit publiziert haben, sind alles benannte Medizinrobotik-Experten. Und Ende März 2020 haben die letztendlich die Notwendigkeit tituliert, dass wir Roboter einsetzen müssen, um im Rahmen der Corona-Epidemie eine Waffe bereitgestellt zu bekommen, mit der wir in Zukunft in der Lage sein werden, derartige Pandemien zu meistern. Das heißt, hier wird gefordert, robotische Technologien voranzubringen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das Ganze ist natürlich nur ein Anfang. Langfristig wollen wir solche Systeme breit in der Klinik einsetzen, das heißt pflegerobotische Systeme entwickeln, die am Patienten nicht nur in Isolations- oder Quarantänesituationen, sondern auch bei Pflegenotstands in der Nacht, wenn wenig Pflegepersonal da ist oder bei Patienten, die vielleicht etwas mehr Beobachtung und Kontrolle benötigen, supportiv zur vorhandenen Pflege einzusetzen. Dafür müssen die Systeme, wie bereits vorhin von Professor Hademir angesprochen, natürlich mit den Patienten interagieren können. Sie müssen eine gewisse KI besitzen, sie müssen sensibel sein, sie müssen die Privatsphäre und die Bedürfnisse des Patienten respektieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr komplexe Entwicklung,
bei der wir natürlich entsprechend auch die Ethik, die Pflege, die Patienten, alle Betroffenen einbinden müssen, um tatsächlich Systeme bereitzustellen, die nicht nur technologisch innovativ sind, sondern bereits auch für die Menschen und für das ärztliche Personal und die Klinik einen Vorteil bieten. Auch hier werden wir, genauso wie für eine OP gezeigt, natürlich auch eine entsprechende kognitive Umgebung benötigen. Das heißt, wir werden den Ansatz, den wir bereits im OP umgesetzt haben, Sensorik zu implementieren, den OP, möchte ich mal sagen, sensibel zu machen für die Prozesse, die darin ablaufen. Das Ganze wollen wir natürlich auch auf Stationsebene umsetzen und hier mit entsprechender Förderung dann eine sensitive Station generieren, die die Prozesse, Pflegevisiten, Patienten, die dort liegen, Patienten, die vielleicht Schmerzen haben, die Nöte haben, zu erkennen, zu identifizieren und dann in Orchestrierung zwischen Menschen und Robotersystemen hier eine Therapie und Pflege der Zukunft zu realisieren. Das Ganze verlangt eine gewisse Gesamtorchestrierung dieser ganzen Elemente und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir tatsächlich hier auch mit allen möglichen Partnern interagieren und die Ressourcen, die vorhanden sind, entsprechend einbinden. Das betrifft auch die Pflege, das betrifft auch die IT und natürlich die gesamte Administration. Das waren jetzt nur ein paar von den laufenden Projekten hier, die zum Teil auch schon bereits in den klinischen Alltag Einzug gefunden haben. Ich werde auf diese hier aufgeführten Projekte, die zum Teil ebenfalls schon erwähnt worden sind, nicht nochmal konkret aufgehen. Aber ich will darauf hinweisen, dass wir hier am Klinikum gemeinsam mit dem MSRM tatsächlich sehr erfolgreich Forschung betreiben, die absolut international kompetitiv ist und vielleicht in manchen Bereichen, wie eben gezeigt worden ist, der internationalen Konkurrenz um einige Nasenlängen voraus ist, wenn nicht sogar um Meilen. Das Ganze geht nur, wenn man die vorhandene Kompetenz am Klinikum, an der TU, am MSRM nutzt, problemorientierte Aufgaben bearbeitet und das gemeinsam so kommuniziert, dass tatsächlich ein gutes Produkt daraus wird und eine erfolgreiche Forschung. Das Ganze ist auf Seiten des MSRM schon hervorragend umgesetzt worden. Das heißt, hier gibt es bereits auf Seiten der TU einen Zusammenschluss der verschiedenen Ingenieurwissenschaften. Das Gleiche müssen wir auch am Klinikum erreichen, dass wir letztendlich ein Pendant zu diesem MSRM generieren, was letztendlich alle Kliniken, die hier am Klinikum mit Medizintechnik und Innovation beschäftigt sind, zusammenfasst. Das Ganze, wie gesagt, unter Einbindung von IT, der Anästhesie und der Pflege zusammen orchestriert und dann sozusagen ein klinisches Zentrum generiert, was genau das erreicht, was ich eben gezeigt habe, nämlich die Translation von hochinnovativer Grundlagenforschung in den klinischen Alltag. Das heißt, hier müssen diese Strukturen eng verzahnt zusammen agieren, müssen gut kooperieren, müssen Probleme definieren, die zum einen die Grundlagen gespiegelt werden, andererseits muss die Grundlagenentwicklung Möglichkeiten sehen, bei uns klinische Anwendungen zu generieren. Und das Ganze geht, wie gesagt, nur in diesem Zusammenschluss. Deswegen wollen wir hier gemeinsam mit dem MSRM langfristig ein großes Brückenkopfzentrum etablieren, was genau für diese Fragestellungen aktiv ist und innovative Forschung im Bereich der Medizintechnik und im Gesundheitswesen vorantreibt, welches unsere TU, unsere Universität und uns allen dienlich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke für Fragen. Vielen Dank, Herr Dr. Wilhelm. Das war jetzt wirklich eine sehr überzeugende Darstellung der Kooperation der verschiedensten Institutionen zum Wohle des Patienten und zum Fortschritt in der Medizin. Ich muss sagen, gerade was Sie zuletzt auch sagen, diese Institutionen, die vor allem dann den Transfer dieses Know-hows in das gesamte Klinikwesen zustande bringen will, ist eine beeindruckende Idee. Die Idee der Vernetzung, die innerhalb von der Munich School of Robotic and Machine Intelligence dann zelebriert wird, einen Schritt weiter trägt in die Anwendung hinein. Aber es ist, wie gesagt, die Innovation, die vor allem vom MSRM kommt und was wir hier als klinische Partner aufnehmen und da sehen wir uns eher so ein bisschen in der Pflicht und müssen hier so ein bisschen nachholen. Ja. Das ist die richtige Richtung, ganz offensichtlich. Ja. Ja, vielen Dank an Sie und vielen Dank auch an die anderen drei Redner. Wir haben eine kleine Zeit noch, gemeinsam Fragen und Antworten zu nutzen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sie in der Frage- und Antwortspalte in unserem
Video unterbringen und ich werde sie hier vortragen. Sie können auch im Chat Fragen stellen. Im Chat gab es eine Frage, die ich vielleicht noch einmal aufgreife für alle. Und ich stelle sie jetzt an den Herrn Haderdin, weil ich weiß, dass er sehr viel mit 5G, also schneller Kommunikation, Mobilfunk und Internet zu tun hatte in vielen seiner Experimente. Wie wichtig wird 5G für unsere nächste Stufe in der Robotik? Ja, das ist eine Frage, die uns seit einigen Jahren umtreibt. Und ich habe gesehen, Kollege Nawab wie auch Kollege Hemmert haben ja schon sehr, sehr gute und kluge Antworten gegeben. Ich kann das Ganze nur unterstreichen, was da gesagt wurde. Ich glaube, man könnte ein wenig so rangehen, was bringt es in der Anwendung? Es wird dazu führen, dass dieses immersive Erlebnis, dass man vor Ort ist, ohne vor Ort zu sein, also dieses Konzept des Avatars weiter auf die Spitze treibt. Also dass mit sehr niedrigen Latenzen man natürlich das Gefühl hat, man befindet sich an dem Ort des Geschehens, der möglicherweise eben hunderte, tausende Kilometer weit weg sein könnte. Das heißt natürlich Möglichkeiten, die bis vor kurzem gar nicht, also wir kommunizieren ja audiovisuell im Moment und der große Durchbruch, der dort prognostiziert wird, ist dann eben auch das Taktile, dass wir eben jetzt nicht nur uns sehen und hören, sondern uns auch spüren können mit den entsprechenden Devices. Und wir haben ja durch die Bank gesehen, dass die sogenannten Schnittstellen, also die Joysticks, wenn man so möchte, die einem dann diesen haptischen Eindruck geben können, immer besser werden. Und das Ganze steht und fällt natürlich mit der Kommunikation. Und die Kommunikation muss extrem niedrige Latenzen haben. Also man muss sozusagen direkt spüren, was vor Ort passiert, ohne Verzögerung, verzögerungsfrei. Und man möchte aber auch das eigene Kommando so schnell wie möglich dahin bringen und das möglichst auch in einer gewissen Bandbreite, nennen wir das dann. Das heißt, dass möglichst viel Information in möglichst wenig Zeit geschickt, wie auch empfangen wird, um damit eben dann sinnvoll umgehen zu können. Das hat nicht nur in der Medizin großen Einfluss, sondern insbesondere sehen wir da auch große Möglichkeiten. Also da ist sozusagen eine Plattformtechnologie im Entstehen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben hochvernetzte Systeme fahrend, laufend in der Manufaktur und insbesondere sind dort auch die Tendenzen im Moment sogar dahingehend, dass die Computer unter Umständen gar nicht mehr vor Ort bei den eigentlichen Automatisierungssystemen wären, sondern eben über 5G im Campusnetz sozusagen in der Fabrik, quasi in eigenen Räumlichkeiten, wo dann sozusagen die PCs über 5G mit den Maschinen verbunden sind und so sozusagen diese klassische Integration, die wir jetzt immer mehr sehen, gar nicht mehr so nötig wäre. Also man sieht viele Möglichkeiten, aber die Kollegen aus der Mobilfunktechnologie sprechen jetzt schon von 6G und 7G, das muss man auch ganz klar sagen. Vielen Dank, Herr Haderdin. Ich sehe noch keine weiteren Fragen im Chat, aber es gab eine Frage in der Vordiskussion, die auch hier jetzt mehrfach in den Vorträgen auftauchte, nämlich, dass wir ja immer wieder die Frage haben, was machen wir mit den ganzen medizinischen Daten und Erkenntnissen, was dürfen wir machen und wie gut sind wir im Austausch von solchen Daten, die dann weiter die Forschung befördern können. In künstlicher Intelligenz haben wir uns alle an den Spruch gewöhnt, mehr Daten heißt bessere künstliche Intelligenz. Natürlich gilt das auch jetzt für den Arzt, wenn er zum Beispiel Covid-Lungen sehen kann und viele Fälle ausgewertet bekommt. Herr Hemmert, könnten Sie etwas dazu sagen, wie ist unsere heutige Lage, gerade in Deutschland oder Europa, wie man mit dem Stichwort Data Liquidity, also Verfügbarkeit von Daten, zurechtkommt? Tun wir uns leichter oder schwerer als USA und die Chinesen? Wie weit können wir im internationalen Wettbewerb da mithalten? Ja, das, bei den persönlichen Daten haben wir ja das Rennen schon aufgegeben und wohl auch bei den industriellen Daten. Aber bei den medizinischen Daten hätte Europa natürlich noch eine Riesenchance, weil wir ja unsere medizinischen Daten, glaube ich, sehr ungern den Amerikanern anvertrauen, weil wir genau wissen, was damit passiert und den Chinesen zweimal nicht, weil wir da noch genauer sehen, was passiert. Und das ist eigentlich eine sehr große Chance für Europa, dass wir, wenn wir in der Lage wären,
medizinische Daten verantwortlich zu verarbeiten, bereitzustellen, dass wir da sowohl für die Weiterentwicklung für unsere Industrie als auch für zum Wohle der Patienten diese Daten einsetzen könnten. Und ich glaube, das wäre eine Initiative wert. Da bräuchte man ein bisschen Funding für, dass wir so eine Initiative zum Laufen kriegen. Wir haben hier an der TU und gerade auch im MSAM alle wichtigen Leute. Wir haben die Leute von der Ethik. Wir haben die ganzen Data Science Leute, die Daten brauchen, die Daten verarbeiten. Wir haben die Medizin, die Daten generiert. Und wenn wir da schaffen würden, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Daten zu schaffen, dann hätten wir die Chance, dass wir mal noch, bevor uns die USA oder China überholt haben, was machen können, wo auch der Rückhalt von der Bevölkerung dann da ist und auch international der Rückhalt da ist, weil ich glaube, wir in Europa da eine besondere Vertrauensstellung haben. Vielleicht kann ich von medizinischer Seite da noch was ergänzen. Ich meine, es geht nicht nur darum, dass man große Datenmengen generiert, sondern was ganz, ganz wichtig ist, ist auch die Datenqualität. Und da, glaube ich, ist das Potenzial, was wir in Europa und Deutschland haben, beispielsweise Operationsvideos. Die werden sehr hoch gehandelt, weil jeder diese Operationsvideo haben möchte, um KIs zu trainieren, zu annotieren und damit Informationen zu generieren. Wenn Sie jetzt ein OP-Video haben und Sie haben einen intelligenten OP-Saal, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dann haben Sie zu diesem OP-Video nicht nur Informationen zum Patienten, sondern auch für den ganzen Prozess Sensorinformationen, welches Instrument zu welchem Zeitpunkt wie eingesetzt worden ist. Dann nehmen Sie noch einen Roboter, der die Operation durchführt, und Sie gewinnen nochmal eine höhere Datenqualität. In Kombination mit einem präoperativen CT, mit Patientendaten, wird die Qualität und die Tiefe dieser Datensätze immer höher. Und ich glaube, das ist die Stärke, die wir in Deutschland haben, dass wir eben eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung haben, eine sehr lückenlose Dokumentation haben und tatsächlich auf sehr, sehr viele Informationsquellen zurückgreifen können. Wenn wir diese kombinieren in einen, möchte mal sagen, sehr komplexen Datensatz, dann haben wir damit einen Ansatz, den uns die Chinesen und die Amerikaner nicht gleich machen können. Das heißt, die Datenqualität ist das, worauf wir zielen müssen, wenn wir hier kompetitiv bleiben wollen. Die reine Datenmenge, da haben wir, glaube ich, gegenüber China und auch Amerika keine Chance. Vielen Dank, Herr Wilhelm. Hier ist eine Frage, die in Ihrer Präsentation auch eine gewisse Rolle spielte, nämlich die Kosten innerhalb einer Klinik. Herr Decker fragt, wie finanziell aufwendig sind diese Techniken in der Zukunft? Und fragt sich dann natürlich, wie stehen die Kliniken dazu? Die Kliniken haben natürlich immer das Problem, dass sie kostendeckend sein müssen. Das heißt, wir müssen letztendlich das Geld, was wir bekommen von den Krankenkassen, sinnvoll einsetzen, damit wir A, die Prozedur bezahlen können und auch B, das ganze Personal. Und Technologie, muss man ehrlich sagen, ist im ersten Schritt immer teurer und verlangt natürlich eine gewisse Investition. Deswegen müssen wir mit solchen Technologien sehr, sehr weise und sehr orientiert umgehen. Aber wie man zum Beispiel an der minimalinvasiven Chirurgie sehen kann, zahlt sich Technologie langfristig aus. Das heißt, die Investitionen, die wir initial ergreifen, die letztendlich das Klinikum erstmal belasten, führen langfristig dazu, dass Behandlungen kürzer werden, Komplikationsraten sinken und dann doch wieder kosteneffektiv werden. Genau da muss man ansetzen, um auszuwählen, welche Technologien wir einsetzen. Aber das ist definitiv ein Problem. Das verlangt natürlich, dass solche Forschungsprojekte auch entsprechend unterstützt werden, weil aus der klinischen Versorgung das Geld dafür reicht nicht aus. Das heißt, hier brauchen wir potenzielle Fördergeber, die erlauben, dass wir Technologien überprüfen, ob sie langfristigen Nutzen haben. Und die ökonomische und Kostenevaluation ist bei uns immer ein ganz wichtiges Beiwerk bei Einführung von neuen Technologien, um tatsächlich auch den langfristigen Nutzen zu überprüfen. Andererseits muss man sagen, Technologie ist einem deutlichen Preisverfall unterworfen. Das heißt, Systeme, die aktuell noch unbezahlbar sind, werden in 10, 15 Jahren für deutlich weniger Geld zu erreichen sein, bekommen sein. Und wenn man das Ganze widerspiegelt gegen das, was wir momentan nicht haben, nämlich Personal, ärztliche und pflegische Mitarbeiter, dann glaube ich, ist der Preis, wenn es um die ärztliche Versorgung und die Pflegeversorgung der Patienten geht, auf jeden Fall gerechtfertigt. Vielen Dank. Wir
Wir haben heute an verschiedensten Stellen über Kooperation von Lehrstühlen und Institutionen gehört. Und Herr Wilhelm hat schon MSRM als ein Vorbild bezeichnet. Herr Hemmert, ich weiß, Sie sind ja jetzt seit einigen Jahren gerade dabei, diese Kooperation zustande zu bringen für viele Lehrstühle. Wie leicht ist dieser Umstieg von der früheren Arbeit, wo Lehrstühle einzeln arbeiteten, vielleicht auch schon in irgendwelchen Sonderforschungsbereichen und so weiter oder international kooperierten? Was ändert sich jetzt oder was ist auch der Nutzen dieser MSRM-Zusammenarbeit, die Sie jetzt üben? Ja, die Zusammenarbeit, die funktioniert am besten, wenn die Leute eben sich regelmäßig treffen, am besten noch vor Ort sind. Deswegen klappt das auch bei Professor Nawab so gut, weil der sitzt an der Klinik. Und inzwischen gibt es am Klinikum auch das Translatum, wo Ingenieure und Kliniker auch zusammenkommen. Und ich glaube, das ist einfach einer der Schlüssel, dass wir die Leute auch wirklich zusammenbringen müssen, also auch physikalisch zusammenbringen müssen. Und da müssen wir uns was einfallen lassen, weil die Fakultät, unsere Fakultät zieht jetzt auch nach Garching raus. Maschinenbau ist schon in Garching, Informatik ist auch in Garching. Die MSRM sitzt in der Hessstraße und das ist eigentlich eine Herausforderung, dass man eben in die Klinik geht. Ich gehe auch regelmäßig immer wieder in die Klinik, um einfach mit den Leuten zu sprechen, um zu sehen, was da wirklich abläuft, was die wirklich machen können, wo Verbesserungsmöglichkeiten überhaupt sind und wie die auch umsetzbar sind. Aber ich glaube, prinzipiell ist Zusammenarbeit in der Wissenschaft sowieso gegeben, meistens auch sehr stark international, weltweit. Wir orientieren uns ganz klar am was weltweit an vorderster Front passiert. Und wenn wir noch einen lokalen Partner haben, mit dem man wirklich arbeiten kann, das, glaube ich, macht den Unterschied. Maybe I complete this answer, very good answer of Werner. Professor Haddadin or Sami has done a lot of effort and brought a lot of people together. Now, something that he was talking about, and I think it makes a lot of sense, is to for Bayern or for to sponsor buildings or consistent laboratories for MSRM at the hospitals. Thanks to Sami, now we have a big initiative at Heart Center, but still we need, big labs that these people can work together with doctors. Also at Richter, many people ask me why now all the statistics comes from Johns Hopkins. When we look at CNN and TV and everything comes from Johns Hopkins. Even the, statistics of Germany comes from Johns Hopkins. And the main reason is that in front of their hospital, they put a few buildings and some of them have hundreds of professors working on, public health. They have labs for engineers. They have Professor Stewartson's at the heart of the hospital where engineers actually do surgery on animals and guided by surgeons. And, this vision that Sami had when came here to have this secondary labs at Heart Center at Rechter Isar, I think it really needs to be supported. And if we have this, representative labs of MSRM at the hospital, maybe led together with surgeons like Dr. Wilhelm at Heart Center with Professor Schunkert, Evert, Lange, together with MSRM, I think this would make a huge impact. So I agree completely with Werner. Having impact, having contact, having being together on a daily basis for engineers and surgeons makes this surgeoneering that Professor Feusner had pointed, had created a few years ago, really function. Mm-hmm.
an additional question coming from a Belgian visitor in our meeting. She is asking whether there are contacts with Belgian universities, in particular, perhaps with the Vrije Universiteit Brussel. We do have a European project with Leuven on catheter tracking, actually for neurosurgery and for in robotics, but not with Brussels in my case. Mm-hmm. Yeah, we actually have a cooperation, or we had cooperations with Free University of Brussels, with Professor Bram van der Borg, who is heading the robotics, and I think it's called now Robotics for Society Lab, and Dirk Lefebvre for prosthetics. So something that was really pointing towards applications of intelligent robotics and AI in healthcare. So they are very strong in that. Mm-hmm. Thank you very much. Vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss eine Frage an Professor Haderdin. Haderdin, Sie sind ja Mitglied in einer Kommission, der Ethikkommission, oder einer Kommission in der EU, die Ethikgrundsätze ausarbeitet. Dort kommen ja alle Fraktionen der Gesellschaft zusammen, nicht nur die Robotiker und die Forscher. Die Frage ist, wie weit hat die Gesellschaft dieses Thema aufgenommen und wie gut läuft diese Unterhaltung, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen über Robotik und Artificial Intelligence Ethikgrundsätze entwickeln? Nun ja, ich glaube, dass meine Erfahrung zumindest sowohl auf europäischem wie auch auf nationalem Level, also in, zum Beispiel in der Enquete-Kommission des Bundestags, ist es, dass man die Themen sehr gut an den Domänen entlang diskutieren kann. Man hört das ja auch hier in unserem Raum. Wir sind alle aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Und durch eine Idee und eine Vision, die uns sozusagen eint, befinden wir uns in einem Raum und versuchen mit verschiedenen Sprachen über ein ähnliches Ziel zu sprechen und zu formulieren, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Und ich glaube, ähnlich verhält sich das auch in all diesen Kommissionen, wo von Politik bis hin zu Startups, NGOs, Interessensgruppenvertreter und so weiter, auch bis hin zu den Gewerkschaftsvertretern mit dabei sind. Interessanterweise ist es so, dass beim Thema Gesundheit dann doch oft ganz schnell einhellige Meinung ist. Also das merkt man schon sehr stark, dass im Thema Arbeit, im Thema Mobilität gibt es, also bei Arbeit die größte Diversität, beim Thema Mobilität ist es auch wieder eher ein Service der Gesellschaft, aber im Thema Gesundheit sind sich eigentlich stets alle einig, dass wir Technologie zum Wohle des Menschen flächendeckend einsetzen sollten. Und auch beim Thema Daten ist es jedem klar, dass wir diese Richtung gehen müssen, dass sie offensichtlich, wenn man jetzt evidenzbasiert denkt, definitiv ein zentraler Hebel, eine Stellgröße sind. Und da natürlich dann aber auch ganz klar die europäischen, deutschen, auch bayerischen Standards ansetzen, um dann eben die Technologie nach all unseren ethischen Grundsätzen zu implementieren. Aber ein wichtiger ethischer Grundsatz ist eben auch der Service to Society, also der Dienst an der Gesellschaft, den die Technologie und Wissenschaft leisten können. Und ich glaube, dass Gesundheit immer wieder ein Kristallisationspunkt ist, an dem sich dann doch viele wieder einig sind. Das ist meine sehr positive Mitnahme. Und immer wieder, wenn Konflikte entstanden, habe ich auch immer mit meinen Kolleginnen und Kollegen versucht, dass an diesen sehr am menschenorientierten Beispiel aus der Gesundheit Sinnhaftigkeit und auch Gefahren abzuleiten. Also ich glaube, das sieht man ja heute auch in der Diskussion. Also ich glaube, die Synergien sind massiv, quer über die Disziplinen, und auch die Ethik und die Sozialwissenschaften spielen eine ganz zentrale Rolle und werden auch gehört, weil eine der Fragen war ja auch Interdisziplinarität. Werden die involviert? Ja, sogar sehr stark. Wir haben jetzt die neue Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Frau Professor Lena Büchs, ist ja an der Medizinischen Fakultät, ist auch ein Mitglied in der MSRM. Wir haben gemeinsam Projekte und ist eine der Verfechterinnen und Unterstützerinnen im Thema. Wir haben gerade heute auch mitbekommen, dass wir ein Paper in Nature Machine Intelligence publiziert bekommen, was über Embedded Ethics, das heißt, wie kann die Ethik nicht nur Entwicklung, sondern auch Forschung und Ausbildung in die Entwicklungsprozesse der Technologie integriert, und zwar
wirklich sozusagen als ein zentraler Baustein integriert werden, um so eben Technologien für den Menschen in einer ja, ethisch nicht nur vertretbaren, sondern gewollten und vertrauenswürdigen Art und Weise zu entwickeln. Vielen Dank, Herr Haderding. Das ist ja wirklich ein Lichtblick, dass wir auf diesem Gebiet Gesundheit gesellschaftlich uns schneller einigen können als bei vielen anderen Themen. Ich bin sicher, viele im Publikum wird das freuen. Wenn wir heute zum Schluss kommen, darf ich mich noch einmal bei allen Sprechern besonders bedanken, aber auch bei allen unseren Gästen. Es freut uns alle, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Und was wir wahrscheinlich gemerkt haben, dass München wirklich ein Zentrum von Kooperation der verschiedensten Arbeitsgebiete zum Thema Gesundheit wird in Robotik und Machine Intelligence und auch freie Artificial Intelligence im Sinne von Datenverarbeitung. Wir können hier sicher in München einen Zustand erreichen, wenn wir nicht schon bereits da sind, wie ich teilweise heraushörte, dass wir an der Weltspitze arbeiten. Und ich glaube, für alle in München, sowohl Forschung wie generelles Publikum und Industrie, sind wir sehr froh darüber. Vielen Dank für diesen heutigen sehr interessanten Abend mit Ihnen allen zusammen. Und damit darf ich die Veranstaltung schließen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen.